Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich sitze heute hier in einem ehemaligen Bushäuschen. Die älteren Rüsselsheimer wissen das angeblich noch, ja, was das hier für eine Lokalität ist. Es hat aber mit Bussen nichts mehr zu tun. Trotzdem kommen hier Menschen zusammen, weil hier eine wichtige und interessante Institution hier in Rüsselsheim ihren Standort hat. Es geht um den Kinderschutzbund. Und wie es jetzt gehört, in Deutschland ist das natürlich im Rahmen eines Vereins organisiert, wie das in ganz Deutschland ist. Und da haben wir ein paar zielstrebige Damen, die das führend organisieren. Und die will ich jetzt erstmal vorstellen. Das sind auch Persönlichkeiten, die sich von dem Thema auskennen und auch schon ein paar Tage länger am Start sind. Und wir fangen, Ingrid, mal mit dir an. Ja? Stell dich bitte einfach mal vor und erzähl mal, was dein Hintergrund ist und was dein Engagement ausmacht. Ja. Ich heiße Ingrid Gönner, wohne in Rüsselsheim und bin hier zwar nicht geboren, aber groß geworden und immer in Rüsselsheim. Hier beim Kinderschutzbund bin ich erste Vorsitzende, seit 40 Jahren aktiv. Oho. 40 Jahre? Ich bin nicht 40 Jahre erste Vorsitzende, dazwischen war es immer mal jemand anders. Und du hast dann, anderen auch mal den Vortritt gelassen? Ja, ist mir schwer gefallen. Also gut. Aber. Ja. Das glaube ich dir sofort. Gut, ja, wir wollen ernst bleiben. Ja. Ja. Mhm. Und wir sind hier, ist wirklich unser Stammsitz vom Kinderschutzbund. Da ist, war entstanden diese Gemeinwesenarbeit im dicken Busch, ist entstanden durch die Bürgerinnen und Bürger. Die haben damals in der Bunsenstraße, die Spielstraße, dass die geschlossen wurde zum Erfröhring. Das war eine richtige Bürgerinneninitiative. Mhm. Und die besteht bis jetzt noch. Und daraus erwachsen ist dann diese Gemeinwesenarbeit Dicker Busch und mit dem Standort hier. Und das ist nach wie vor unser Hauptstandort. Ja. Bevor wir deine Mitstreiterin gleich vorstellen, nochmal vielleicht ein, zwei Sätze Kinderschutzbund. Jetzt gibt es leider in Deutschland bestimmt noch Menschen, die da nicht so viel damit anfangen können. Beschreib doch mal ganz kurz und knapp, was macht grundsätzlich, bevor wir zu den Spezifikum Rüsselsheim bekommen, was macht den Kinderschutzbund aus? Was ist sozusagen das überdachende Ziel des Kinderschutzbundes? Der Name sagt ja schon sehr viel. Kinderschutzbund ist organisiert, es gibt einen Bundesvorstand. Ja. Und es gibt eine Landesebene und es gibt die Ortsverbände. Also Bund, Land, Kommunen. Kommunen. Ja. Ja. Mhm. Und wir sind hier Ortsverband Rüsselsheim. Seit? Seit 1974. Ja. Und wir haben uns im Jahr 1984 dazu entschieden, dass wir hier in Rüsselsheim als Schwerpunkt der Arbeit Gemeinwesenarbeit machen wollen. Stadtteilbezogene Gemeinwesenarbeit. Ja. Anders als zum Beispiel der Kreisverband in Groß-Gerau. Die haben mehr diese klassische Arbeit, also auch Kindergarten und so weiter. Das haben wir da kommen wir gleich gemacht. Ja. Mhm. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal verstanden, Kinderschutzbund, klare Ansage, Struktur. Ja. Ist also jetzt nicht irgendwie so ein einzelner Verein, sondern es gibt Bund, Land, kommunale Strukturen und hier in Rüsselsheim, dankenswerterweise, gibt es diese kommunale Struktur. Ja. Gut. Wir sind, genau. Da machen wir jetzt erstmal Punkt. So, wir Ingrid Gönner haben wir jetzt schon ein bisschen was erfahren und über die übergeordneten Strukturen. Jetzt gibt es eine zweite Mitstreiterin, die hier auch sich voll einbringt, so darf ich das glaube ich mal sagen. Ja. Ja, vielleicht einfach mal eine kleine Vorstellung. Ja, gerne. Also ich bin Mareike Klaus, ich leite hier den Kinderschutzbund, bin für die Geschäftsstelle zuständig und übernehme im Grunde die Organisation der ganzen Projekte. Mhm. Bin seit 2014 hier am Start mit einer halben Stelle und ja, versuche eben meinen Kolleginnen den Rücken frei zu halten, damit sie Babymassage, Krabbelgruppen, offene Eltern-Kind-Treffs, Beratung und so weiter und so fort alles machen können. Mhm. Dann vielleicht gleich mal eine Frage zur Organisation. Wir haben schon erfahren von Ingrid, ein Ortsverein, ja, also lokale Ebene. Dann immer die Frage auch bei einem Verein, wie finanziert er sich? Und erstmal so die oberste Linie sozusagen, was ist so das Basic-Angebot, ohne ins Detail zu gehen? Also Basic-Angebot ist tatsächlich sogenannte frühe Hilfen.
Frühe Hilfen ist im Grunde alles, was sich an Kinder zwischen 0 und 3 Jahren richtet. Also auf Deutsch, ich habe ein Problem mit dem Kind oder eine Frage, was mir nicht ganz klar ist, komme ich hierher, genau. Gibt es Hilfe. Richtig, genau. Super. Und wir haben dann die Kontakte zum Beispiel zu den ganzen Experten, also Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel, wo wir dann sagen können, okay, mit dieser Fragestellung bist du bei diesem Experten genau richtig. Okay, machen wir mal so ein Beispiel. Es kommt eine Mutter und bei dem Kind gibt es irgendwie Anzeichen, da gibt es ein medizinisches Problem, keine Ahnung, Autismus oder sowas, ja, was ein bisschen spezifischer ist. Da kennt sich keiner von vornherein aus, ist ganz klar. Ich meine, wenn die sich geschnitten haben, Pflaster drauf, da kommt man noch klar. Aber wenn es wirklich anspruchsvoll wird, was passiert dann? Ich bin jetzt ein Papa, ich habe ein autistisches Kind, ich komme jetzt, sage hallo, also ich weiß nicht, was mache ich denn da jetzt? Genau, ja? Und dann frage ich eben als erstes, was sagt der Kinderarzt? Hat man mit dem Kinderarzt schon drüber gesprochen? Ja, nein. Da gab es dann vielleicht auch schon Informationen, die dann aber vielleicht nicht gefruchtet haben. Okay. Oder so. Dann können wir nämlich das gleich ausschließen, sonst erzähle ich den Eltern ja dasselbe nochmal. Das muss ja nicht sein. Nee, ja? Das muss nicht sein, ja. Aber ganz klassisch wäre dann eben an der Stelle die Frühförderstelle zu nennen. Gut, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Grundstruktur nochmal. Ortsverein haben wir gesagt. Geld. Wie finanziert sich? Genau. Also es kommt ein ganz großer Batzen tatsächlich von Seiten der Stadt. Das ist auch sehr hilfreich, aber es ist im Grunde nur eine Doppelfinanzierung. Kann man da mal eine Zahl in den Raum werfen, so ganz grob? Knappe 70.000 Euro. Okay, im Jahr. Genau. Wenn man allerdings weiß, dass wir hier vier Halbtagskräfte haben, also im Grunde zwei Vollzeitstellen, dann weiß man, mit 70.000 kommt man nicht sehr weit. Ne? Und wir haben 67.000 Einwohner, da kann man so ein bisschen runterrechnen, wie viele Kinder hier am Start sind und Beratung brauchen. Richtig, alles klar. Genau. Okay. Dann war bisher ein großer Batzen immer auch Bußgelder und Spenden. Also man kann sich Das kenne ich, ich war mal Schöffel lange, das kenne ich, da kann man angeben, ich möchte, dass diese Institution eine Spende bekommt. Richtig. Und das funktioniert auch für den Kinderschutzbund. Genau. Ja, da sind wir seit Jahren eingetragen. Das funktionierte auch prinzipiell immer gut. Okay. Allerdings muss man sagen, jetzt auch durch die Corona-Pandemie sind immer mehr Vereine darauf angewiesen. Immer mehr haben sich auf diese Listen eintragen lassen und natürlich versuchen die Richter sehr gerecht zu sein. Was Schwieriges. Leider wird das Geld nicht mehr, was da an Bußgeldern, sondern es muss auch mehr verteilt werden. Okay. Ja? Dementsprechend, also ich könnte natürlich... Gleicher Topf, mehr Esser. Ja, okay, ja genau. Klar. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, liebe Rüsselsheimer, fahrt immer schön zu schnell und parkt immer falsch, damit wir dann euer Bußgeld kriegen. Das ist aber kontraproduktiv. Das lassen wir mal lieber. Lassen wir mal, Die Leute sollen langsam fahren und ordentlich parken und uns das Geld dann einfach spenden. Sehr gut. Also hier kommt jetzt der Spendeblock. Kinderschutzbund, den kann man unterstützen, auch mit einer Spende. Ja. Findet man alle Angaben auf der Homepage, natürlich. Was man wissen muss, Bankverbindung und wer verantwortlich ist und so weiter, wer Vorsitz ist, Kontaktdaten, alles vorhanden. Richtig. Gut, ja, das ist doch schon mal erst im ersten Schritt schon mal sehr informativ. Ingrid, du bist ja schon viele Jahre hier engagiert beim Kinderschutzbund. Jetzt würde mich mal interessieren, du überblickst einen Zeitraum und könntest du uns ausholen oder kannst du uns Auskunft geben darüber, wie sich die Dinge auch verändert haben? In der Gesellschaft hat sich ja viel getan, Rüsselsheim ist immer bunter geworden. Kurzer Abriss, was hat sich verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und natürlich auch dran gesetzt, wie siehst du die Perspektive? Welche Bedürfnisse kommen auf uns zu und wie müssen, sollten die Angebote dahingehend angepasst werden? Dankeschön. Ja. Rüsselsheim hat sich verändert, klar. Wir sind der Überzeugung, dass hier diese Anlaufstelle, und dafür war es eingerichtet, für die Bürger dieses Stadtteils wichtig ist und als Anlaufstelle da ist. Am Anfang hatten wir hatten immer Angestellte, aber in wesentlich geringerem Umfang. Und es war eigentlich das Angebot für Bevölkerung, trefft euch hier mit Familien. Wenn ihr ein Problem habt, helfen wir euch weiter, so wie es eben schon mal beschrieben wurde. Das wurde hier immer gemacht. Es wurden auch und auch genutzt. Und auch genutzt. Das ist eine echte Anlaufstelle gewesen und ist es immer noch. Ja. Und wir haben es deswegen im dicken Busch, weil das der bevölkerungsreichste Stadtteil ist und weil wir da gedacht haben, hier können wir am sinnvollsten erstmal arbeiten. Und auch, ich glaube, das kann man sagen, ohne es nachzuprüfen, kinderreicher.
Stadt. Kinderreich, ja. Also von der Bevölkerung. Ich selbst war Schulleiterin in der Grundschule. Wir hatten zeitweise 1100 Schüler. Mhm. Also es war immer gefragt. Okay. Und es war immer so, dass die Menschen, die hierher gezogen sind, und das ist ja im Laufe der Jahre ganz vieles dazugebaut worden, dass die Anlaufstellen brauchten. Also da war die Schule eine Anlaufstelle, aber hier der Verein letzten Endes auch. Okay. Von daher ist das hier entstanden und sollte auch hier bleiben. Und wir glauben, dass es viel dazu beigetragen hat, dass Personen aus dem Stadtteil sich miteinander verständigen können, sodass also Integrationsarbeit. Oh, super. Also Integrationsarbeit für die Bevölkerung, die zugezogen ist, für die Bewohnerinnen und Bewohner im Hochhaus. Wir hatten zeitweise auch ein Zusatzprojekt, da ging es darum, neue Mieter mit anderen Mietern zusammenzuführen. Es hat sich verändert, dass am Anfang war es so, dass in den Gewerbebauhäusern nur 25%, glaube ich, ausländische Bewohner sein durften. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ja. Aber hauptsächlich ging es uns darum, dass die Leute, die auf engem Raum zusammen wohnen, dass die auch wirklich zusammenleben können. Okay, jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Was denkst du, wie schätzt du das ein, wie entwickelt sich das jetzt in der Zukunft? Also wir haben den Schwerpunkt jetzt verändert beim Kinderschutzbund bei der Arbeit. Also wir sind nach wie vor Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner, völlig klar. Wir versuchen jetzt hier mit unserer Arbeit speziell die Familien zu erreichen, die kleine Kinder haben, Neugeborene. Das ist euer Schwerpunkt? Ja, das ist jetzt die letzten Jahre zum Schwerpunkt geworden. Okay. Weil wir sehen, die Kinder werden erfasst, wenn sie in den Kindergarten kommen. Mhm. Und die Zeit. Das macht doch diese Annette Zimmermann, die ist auch in Raunheim aktiv, die kenne ich. Ja, unter anderem, ja. Ja, aber dann werden die erst erfasst. Mhm. Und wir versuchen an die Familien kennenzulernen, bevor die Kinder offiziell erfasst werden. Präventiv sozusagen. Präventiv, das ist unser Ansatz. Dass wir hatten auch lange Zeit immer eine Hebamme mit hier, die schon diese Vorbereitungskurse gemacht hat mit Eltern. Also, und da geht es uns sowohl darum, mit den Kindern zu arbeiten, als auch, dass die Familien untereinander sich kennenlernen. Weil die Mütter, die in der Hauptsache diese Angebote wahrnehmen, sich auch gegenseitig beraten können, Kontakt miteinander haben. Hilfe zur Selbsthilfe, der Klassiker. Okay, sehr gut. Also nicht mehr so ist, mein Kind ist ganz schrecklich sonst was. Mein Kind schreit deins auch. Mhm. Sondern dass man wirklich da sich untereinander prägt. Und das ist so dann unsere Rolle, dass wir sagen, gut, diese Themen greifen wir auch aufgezielt, wenn es sein muss. Aber die Menschen, die hier leben, haben untereinander so viel Kontakt, dass sie sich hier wohlfühlen können. Das ist so der Ansatz schlechthin. Mhm. Super. Gut, erstmal vielen Dank für den ganz konkreten Punkt, wie ihr eure Arbeit angepasst habt. Ja. Ja, wir haben jetzt schon sehr viel erfahren über den Kinderschutzbund, aber diese Organisation ist ja nicht im luftleeren Raum alleine tätig, sondern es gibt ja garantiert Kooperationspartner. Ich weiß das natürlich auch, aber ich kenne bestimmt nicht jeden. Ich habe aber hier im Raum schon gesehen, allein, dass hier verschiedene Fächer sind von verschiedenen Institutionen, die hier im ehemaligen Bushäuschen sich treffen, dass hier eng zusammengearbeitet wird. Und das ist natürlich auch sinnvoll, das ist klar. Also das würde mich interessieren, wie ist die Zusammenarbeit? Und vielleicht auch nochmal das Spektrum der Angebote, nicht im Einzelnen, das ist, glaube ich, too much, aber nochmal die Punkte, welche Bereiche sind da nochmal wichtig, um dieses Integrative und diesen sozialen Aspekt nochmal herauszuarbeiten. Da würde mich nochmal, die zwei Punkte würden mich nochmal interessieren. Ja,
Also gerne. Hm? Bei der Kooperation, das ist eine ewig lange Liste, muss man ehrlicherweise sagen. Dann bitte nur ein paar nennen, ja. Genau, und ich möchte ja auch nicht, dass irgendjemand sich zurückgesetzt fühlt, aber... Kann man alle nachlesen auf der Homepage, ja? Zur Not auch das, aber man kann auch sich da Vorstellungen machen, wenn ich sage, wo wir überhaupt alles im Netzwerk aktiv sind. Mhm. Also was wir ganz viel machen, ist, dass wir Foren, Netzwerkgruppen, Arbeitsgemeinschaften aufgebaut haben und auch dafür sorgen, dass sie immer schön am Laufen bleiben. Also zum Beispiel so etwas wie ein Stadtteilforum. Mhm. Ja, ein Forum, wo alle Institutionen zusammenkommen, die irgendetwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Mhm. Beispiel Dicker Busch, Stadtteilforum Dicker Busch, da sitzen alle Kitas drin, da sitzen alle Schulen drin, da sitzt das Freizeithaus drin, da sitzt Caritas und so weiter und so fort drin. Alle Institutionen, die mit Kindern hier im Stadtteil arbeiten. Und wir tauschen uns untereinander aus, was machen wir gerade aktiv an Arbeit, aber auch, was sehen wir bei den Eltern oder bei den Familien, was sehen wir im Stadtteil, was braucht es dort und versuchen das zu bündeln und dann auch tatsächlich mit den Stadtverordneten ins Gespräch zu gehen, um dann dort vielleicht mal irgendwo Verbesserungen hervorzurufen. Ja, und oder politische Entscheidungen herbeizuführen, die sinnvoll sind. Genau. Sehr gut. Und das machen wir nicht nur hier im Dicken Busch. Wir sind hier auch an drei weiteren Standorten. Mhm. Wir sind in der Böllensee-Siedlung, wir sind im Berliner Viertel und in der Innenstadt. Und dort gibt es überall so ein Forum. Super. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch übergeordnete Foren. Also es gibt den Arbeitskreis Frühe Hilfen. Ja. Da sind alle drin, die irgendwas mit 0- bis 3-Jährigen zu tun haben. Mhm. Ja. Es gibt gemeinwesenarbeitsorientierte Arbeitskreise, Sozialraum Innenstadt zum Beispiel. Da kommen dann auch zum Beispiel die Kirchen mit dazu an den Tisch, um eben zu schauen, wie können wir für die Bürger vor Ort tätig sein. Super. Ja? Vielen Dank. Genau. Also natürlich kommen jetzt nicht alle Details noch in. Nein. Wir können hier noch 2 Stunden sitzen. Aber ich denke, es ist klar geworden, was die Grundstruktur ist, was eure Zielrichtung ist, wo die Reise hingeht und vor allem, dass es hier ein ganz wichtiges Angebot für unsere Stadt ist. Und dass Menschen, die halt jetzt mit den 0- bis 3-Jährigen, sage ich mal, irgendeine Frage haben, hier ins ehemalige Bushäuschen oder Innenstadt oder Berliner Viertel und einen Ansprechpartner haben und wie heißt es schön, hier werden sie geholfen. Ja, so läuft es hier. Vielen Dank erstmal für das Engagement, sage ich auch mal als Politik. Das finde ich ganz toll, großartig. Engagierte Frauen hier am Start, die was reißen und wichtig ist, denke ich, aber auch das soziale Angebot. Also, dass Menschen auch einfach mal so verstehe ich euch hier, ist ja auch gemütlich mal herkommen können, sagen, jetzt muss ich mal mit euch quatschen, ja, das eine oder andere läuft nicht ganz so gut. Ja. Ja. Nochmals vielen Dank, gute Zeit. Gerne. Vielen Dank auch.